Was bisher geschah? Der Kommandant der Nilfgaarde hat sein wahres Gesicht gezeigt. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Wir sind auf der Suche nach einem Brandstifter. Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Und sie haben Howard getötet. Diese Schweine! Hey Dudes und Dudettes, was geht? Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe nochmal geladen und ich sehe gerade, wieso leben die wieder? Okay. Ach, ja, war was? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich wurde nicht unterbrochen oder so. Ja, jedenfalls, ich habe nochmal neu geladen. Und ich speichere jetzt nochmal. Damit hier der Kaufmann wieder lebt. Ich habe nämlich gehört, der soll relativ wichtig sein. Ich weiß nicht wofür, aber er sollte lieber leben. Es könnte nämlich sein, dass ich mir sonst meinen ganzen Spielstand verhaue. Also habe ich neu geladen und das nochmal gemacht. Jetzt lebt der gute Mann wieder, der Bram. Der Howard Wolowitz. Ja gut, und wir machen uns jetzt weiter hier auf dem Weg. Wir müssen noch die Fußspuren verfolgen zu dem Brandstifter. Ah, hier wohnt er wohl. Da vorne ist ein Junge. Bevor ich da reingehe, mal gucken, was der Junge sagt. Ja, cool. Hatte dein Papa mal auch ein Schwert? Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Das ist jetzt die Frage, ob der... Die Bäuerin, weiß die was? Nö. Ich räume den erstmal in die Bude aus. Scheint ja ein Arsch gewesen zu sein. Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Ja, das ist er wahrscheinlich. Ich räume mir aber erstmal alles aus. Was Besonderes kriegen wir wahrscheinlich eh nicht. Magischer Gegenstand. Ervelus? Ist hier noch irgendwas großartig wert meiner Mühe? Ja, da kann ich noch ein Regal ausräumen. Irgendwie rede ich gerade ein bisschen nasal. Ich glaube, ich habe ordentlich einen feststecken. Sticken. Ja, dann reden wir mal mit dem Napp. Oh, so ein Napp, ey. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Eigentlich sollte ich mich ja als Hexer da raushalten, an wen der Zwerg... Ja komm, ich habe den Auftrag von dem Zwerg, ich halte jetzt auch zu dem Zwerg. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Sollen wir es ihn versuchen lassen, oder setzen wir unser Axi ein? Naja, kloppen wir den noch kaputt, oder? Ach komm, der kriegt aufs Maul. Versuch es doch, Bauer. Ich bleib gerne in Übung. Da krieg ich erstmal wirklich eine rein. Alter, der kann ganz schön zuhauen. Aber da kontern wir hauen in hier links und rechts und mit dem Fuß. Ausweichen und drauf da. Ach. Bam, bam, bam. Hua, bam. Da, komm her. Und nochmal mit dem Fuß. Und da und hier und so. Und nochmal kontern und zack, zack. Der hält aber ziemlich viel aus. Das nervt mich gerade ein bisschen. Der ist betrunken. Der kann uns doch nicht hier irgendwie... Uah. Haut der hier... Uah.
Der haut ganz schön gut drauf. So. Gut. Aufhör! Ich gebe auf! Verdammt! Du hast mir die Nase gebrochen! Aber nicht die Beine. Also auf zum Schmied. Und lass dir raten, mach keinen Unfug. Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Na? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau. Wenn der Nachschub kommt, ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Ach du Scheiße, ich muss sagen, jetzt kriege ich echt ein schlechtes Gewissen. Alter, ich wollte doch nicht, dass der direkt stirbt. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Ja, super. Wir haben jetzt unsere Belohnung und bekommen gute Preise bei dem, aber... Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Anreden wollte ich den jetzt eigentlich noch nicht. Leb wohl. Ich wollte eigentlich gucken, ob die den jetzt wirklich mitnehmen. Ja, keine Ahnung. Nee, dann gucke ich mal. Wir haben ja eh ein Rezept bekommen. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Also ich glaube, das Vipern-Silberschwert können wir uns herstellen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, meine Frage wäre jetzt nur, wie? Wie mache ich das zur Hölle? Ich repariere mal kurz. Moment. Alles reparieren, direkt für 50. Ich muss vielleicht noch das Rezept erstmal durchlesen. Falsche Taste. Inventar. Bei Handwerk ist es dabei. Nee, oder? Nö, bis jetzt sehe ich es noch nicht. Ich hatte das doch irgendwo, oder hatte ich das nicht? Muss ich das vielleicht selber herstellen? Moment, oben steht Handwerk. Da, Silberschwert. Ach so, der ist kein Waffenschmied, kann das sein? Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Ja, das ist ein Rüstungsschmied, deswegen. Okay, dann hat sich das erledigt. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ich gucke aber trotzdem mal, was er so hat. Mist. Das wäre vielleicht was. Aber 303, ich habe gar nicht so viele Ohren. Ich habe mir ja hier eh schon die Rüstung geholt für Level 4. Na gut, komm, wir gehen weiter. Leb wohl. Hause rein, Zwerg. Warte mal, was ist das denn? Oh. Man kann Waffen vorübergehend aufwerten. Cool.
du ein Gläschen mit mir? Quest. Ich wollte hier noch eine Quest machen. Genau, den hier. Teufel beim Brunnen. Den wollte ich machen. Scheiße, jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goidemann. Ist hier irgendwo in der Nähe so eine Schnellreise? Ja, da hinten. Aber warum denn? Mutant. Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Schalala. Wie weit ist das denn? Der Punkt wurde mir doch gerade angezeigt. Der war doch jetzt gar nicht so weit, oder? Ah ne, davon ist er schon. Hallo? Jemand zu Hause? Da ist der Odolan, genau, mit dem müssen wir reden. Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja. Darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Das hört sich doch an für ein richtiger Auftrag für einen Hexer. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend, schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Komm, reden wir über die Belohnung erstmal. Ich habe Mitleid. Aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Oh, jetzt kann man feilschen. Okay, wir machen mal 5 mehr. Ich habe im Leben noch nie so viel Geld gesehen. 22? Sein Meister Hexer? Schämst du dich nicht, einen armen Mann zu verhöhnen? Hat er jetzt abgebrochen? Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Okay, dann schnappen wir uns den jetzt mal. Ich finde das irgendwie so lustig, dass wir hier eigentlich alles ausräumen können. Ja, Plötze bleibt da hinten stehen, natürlich. Wie weit ist das denn bis dahin? Und wieso habe ich immer noch den Greifenkopf eigentlich? Oh, schon ein kleines Stückchen. Aber mit Plötze sollten wir ja schnell da sein. Ja, hier den Weg müssten wir nehmen können, ne? Ach, hier vorne haben wir wieder den Mislav. Nicht so schnell, Plätze. Ach, das Pferd, das rastet manchmal so komplett aus. So ist's. Okay, Plötze lasse ich jetzt stehen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass er mich nochmal so sabotiert. Der berüchtigte Brunnen. Seltsam, keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Okay, was soll ich machen? Suche den Geist, der im Brunnen spukt. Hinweise finden. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Aha. Achso, das sind Pilze. Das Gras um den Brunnen ist versenkt. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin.
Heißt das jetzt, dass sie nur zum Mittag rauskommt? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Oh, hier gibt es, glaube ich, jede Menge, was ich mitnehmen kann. Wir speichern jetzt aber nochmal ganz kurz. Einfach nur so, um wieder auf Nummer sicher zu gehen. Hier gibt es bis jetzt nur Materialien. Da vorne, okay, da ist was Rotes. Vergilbtes Tagebuch. Könnte hilfreich sein. Dann wollen wir das doch mal direkt lesen. Ist bestimmt unter Questgegenständen, oder? Da, vergibtes Tagebuch. 27.03.12.050. Es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Wysima Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherrn eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als er sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wie er bei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, worum wir Militäle in so vielen Gebeten angefleht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns aller Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freie Menschen leben. Oh, das geht noch was weiter. 12.04.12.050. Der erste Tag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf, doch mir erscheint es wunderbarer als der herrlichste Palast. Volker hat unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert, um das Böse auszutreiben und einen Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das hübscheste, das ich je sah. Mutter sagt, es sei töricht, so viel Schmuck für Schmuck auszugeben, wenn wir keinen Flug und keine Hacken haben und dass wir das Armband zum Kaufmann zurückbringen sollen. Nur über meine Leiche. Ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Volker erinnern und daran, wie glücklich wir an einem Tag waren. 23.04.12.050. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so, ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Hört sich so an wie das Tagebuch von der Frau. Oder von einer Frau, beziehungsweise der Erscheinung. Sonst sehe ich hier aber gerade erstmal nichts so. Ne, dann werden wir mal ins nächste gehen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass irgendwie, kurz mal zwischengespeichert, dass irgendwann plötzlich hier die Erscheinung auftaucht, weil es ist schon 7:30 im Spiel. Da mal ein bisschen Bärenfett und so. Ne, bis jetzt nichts Besonderes. Da in dem Haus waren wir. Ach, die Blümchen da brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier wieder fleißig alles einsammeln. Hallo? Haben wir jetzt gerade echt hier den Schüssel weggehauen. Gut, hier haben wir alles leer gemacht. Ist da vorne noch irgendwas Wichtiges? Ach, da kann man einfach rüberklettern. Das ist cool. Ach, wie der immer einfach draufhaut. Weil ich zu schnell A und dann Y drücke. Ah, Mann, ich hänge hier überall fest. So, jetzt müsste ich aber alles haben. Hier komme ich irgendwie nicht so. Ah doch. So, jetzt sind wir wieder draußen. Ach so, liest den Eintrag über Mittagserscheinungen im Bestarium. Wo haben wir das denn? Glossar. Bestiarium. Mittagserscheinungen. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen.
Ja, wie groß ist... Wie lang ist denn da der Text, bitte? Ich kann hier irgendwie nicht hoch und runter scrollen. Ah, jetzt kann ich hier runter scrollen. An besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnenverbrannten Frauen in langen, weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen, die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalinnen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen viel. Mittagserscheinungen sind dafür bekannt, nur ländliche Gegenden heimzusuchen und sich für gewöhnlich in der Nähe des Ortes aufzuhalten, an dem sie gestorben sind. Sie lauern Bauern auf, die auf dem Feld arbeiten, oder Kindern, die in der Nähe spielen. Sie bluten nicht und sind größtenteils gegen die Auswirkungen von Hexerzeichen immun. Sie sind in der Lage, Spiegelbilder ihrer selbst zu projizieren, die ihren Opfern in einer Art krankhaften Tanz umkreisen. Dieses grausige Ritual entzieht ihrem Opfer Lebensenergien, während die Erscheinung an Stärke gewinnt. Sie besitzen außerdem die Fähigkeit, die physikalische Welt ein wenig zu manipulieren und wirbeln Staubwolken auf, um ihre Gegner für kurze Zeit zu blenden und zu verwirren. Mittagserscheinungen können einen körperlosen Zustand einnehmen und sind dann nur schwer zu verwunden. Um eine Mittagserscheinung zu zwingen, eine körperliche Form anzunehmen, muss sie zunächst mit einem Irdenzeichen gefangen gesetzt oder mit einem Mondstaubbombe getroffen werden. Mit einer. Ich kann gerade nicht lesen. Sobald das Monster seine körperliche Form angenommen hat, ist ein schneller Angriff mit einer Silberklinge möglich, die am besten mit Geister überzogen sein sollte. Entgegen der landläufigen Meinung sind Mittagserscheinungen auch nachts anzutreffen, allerdings sind sie nachts wesentlich schwächer als tagsüber. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Das ist doch jetzt echt nicht mehr schwer herauszufinden. Es geht ganz bestimmt um das Armband. Das haben wir eben erst gelesen. Ich werde jetzt aber nochmal ganz schnell meine Klinge mit Geisteröl schon mal überziehen. Machen wir das Geisteröl. So, Geisteröl ist drauf. Eine Leiche. Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Ach, das ist jetzt auch eine Spur. Kaum sichtbar. Hier wurde jemand entlang geschleift. Jemand, der noch lebte. Blutige Handabdrücke. Kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Ich finde das gerade cool, dass die da sogar eine... beim Brunnen. Eine Erklärung hinterlegt haben. Und ich weiß, glaube ich, schon, was da jetzt kommt. Ich wette, die Frau wurde in den Brunnen geschmissen. Ich soll mir hier aber, glaube ich, alles ansehen, ne? Einen Moment kurz. Da ist noch ein Kreis zu sehen. Ich tue das jetzt mal als unwichtig ab. Es ist ja schon 8:30 im Spiel. Ne, hier sehe ich gerade nichts. Ich gucke jetzt nochmal erst in das andere Haus. Hier ist auch nicht wirklich was. Ah, da vorne. Blutspuren, fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau, rund 30 nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt.
Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Alles klar. Ich sagte ja. Es wird sehr wahrscheinlich das Armband sein. Oh, Glück gehabt. Wir haben hier Wasser. Dann müsste das ja hier unten irgendwo liegen. Da glitzert schon was. Verziertes Armband. Ja, okay. Das war jetzt nicht so schwer. Liegt hier unten denn noch was? Nee, ne? Tauchen wir mal erst auf. So, ganz chillig können wir das hier machen. Da gibt es noch ein paar Pilze. Ne, Moment, da unten ist noch was. So eine kleine Truhe. Ach, und hier können wir wahrscheinlich auch raus. Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Okay, dann haben wir jetzt schon mal einen Namen zu der Frau. Das ist echt eine richtig traurige Geschichte jetzt, dass man das so im... Durch den Storyverlauf, durch die Quest und durch das Lesen der Gegenstände, dass man dann die Story so herausfindet, das ist richtig mega gut. Ach, kann ich hier jetzt raustauchen? Ah, wie weit muss ich denn hier? Hier kann ich nochmal auftauchen. Da unten ist wieder eine Truhe, oder was ist das? Wie der gerade so eine coole Rolle gemacht hat. Hallo? Das Tauchen funktioniert nicht so ganz gut immer. Ich habe gerade noch irgendwas aufgehoben. Ich hoffe, euch stört das jetzt nicht so, dass ich hier mir die ganze Zeit alles angucken will. Was? Fluren? Relikt? Was ist Relikt? Das Blöde ist, ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich da alles aufgehoben habe. Da habe ich jetzt nicht so hundertprozentig drauf geachtet. Hier war jetzt auch nicht wirklich was bei. Kann ich jetzt irgendwas Neues craften? Es könnte sein, dass das eins von denen hier war. Okay, komm. Ist jetzt gut. Aber das Schwimmen ist echt ein bisschen blöd. Was soll das jetzt hier irgendwie Besonderes sein? So, okay, wir sind wieder an der Oberfläche. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen, Tränke trinken. Wir werden einfach das umsetzen, was wir im Bestiarium gelesen haben. Und zwar meditiere ich jetzt erstmal bis... Ne, Moment. Ich stelle mich hier rein. Ich meditiere jetzt. Nachts sind die schwächer, also werden wir bis nachts meditieren. Nichts weit und breit. Einen Trank müssten wir auch noch dabei haben. Geisteröl müsste drauf sein. Geisteröl ist drauf.
Dann wir speichern und wir werden jetzt verbrennen. Und das Armband. Igni. Ich glaube, es hat geklappt. Da haben wir anscheinend die gute Claire auch schon. Irden müssen wir reinnehmen. Setzen wir das hier einmal auf den Boden. Ah, okay, die muss auch hier drin bleiben. Jetzt müssen wir eigentlich draufhauen können. Jetzt können wir doch draufhauen, ne? Alter. Ah. Sind jetzt alle weg? Jetzt haben wir die hier wieder drin. Ein bisschen aufpassen, aber. Und draufhauen. Oh oh. Ich warte jetzt wieder, bis die angreift. Und jetzt hauen wir drauf. Jetzt, das soll es gewesen sein. So. Wie einfach so ein Kampf ist. Wie extrem einfach so ein Kampf ist, wenn man sich richtig vorbereitet. Gut, dann würde ich sagen, wir meditieren jetzt nochmal bis zum Tag. Ich habe nämlich... Oder nee, komm, wir machen das später. Wir gehen jetzt hier nach Odolan und holen uns unsere Belohnung. Hey! Plötze. Boah, ich war irgendwie hat mich die Story ein bisschen so gefesselt. Das ist so eine gute Quest gewesen. Genau sowas hatte ich bei Skyrim auch öfter mal, ab und zu mal bei manchen Quests. Und hier ist das schon so eine ganz normale, so eine x-beliebige Quest von einem Anschlagebrett. Ist so genial. Hat so eine coole Story dahinter. Das ist echt unglaublich. Und jetzt holen wir uns hier unsere Belohnung. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker, klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Ach komm, ich bin echt zu gutherzig dafür, dass ich ein Hexer bin. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies. Als Glücksbringer. Hui! Wie gerade die Haare so hoch geflutscht sind. Ein Amethyst erhalten. Jetzt möchte ich aber ehrlich gesagt nochmal kurz, um die Quest zu Ende zu bringen, möchte ich nochmal zu Tomira gehen und frag, wenn es geht, sie nochmal nach Claire. Sie scheint ja irgendwie irgendwas darüber zu wissen. Weiter so, Plätze. Hier vorne können wir raus, oder? Ich bleib, glaube ich, auf derselben Seite. Das heißt, ich kann hier einfach querfeld ein. Da vorne, das müsste schon das Haus sein. Vielleicht erfahren wir sogar, was mit Lena geworden ist. So, hier können wir schon mal runtergehen. Ja? Oh, wir können hier tatsächlich weitermachen. Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war.
Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit? Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Was habe ich jetzt bekommen? Hä? Ich krieg 10 Kronen von ihr. Salpeter habe ich bekommen. Hä? Wo ist Lena hin? Geht es ihr jetzt schon wieder besser, oder was? Ja, beug du dich da mal schön wieder vor. Ja? Nee, die sagt doch nichts darüber. Die wandert hier durch die Gegend und keiner sagt uns was davon. Na gut, dann werden wir jetzt mal mit diesem schönen Ausblick beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich wirklich tierisch über eine Bewertung freuen. Je nachdem, ob es euch gefallen hat, einen Daumen hoch oder wenn nicht, einen Daumen runter. Ihr könnt mir gerne einen netten Kommentar zurücklassen und wenn ihr ganz besonders awesome seid und nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich super über ein Abo freuen und bedanke mich schon mal für die Unterstützung. Also bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, Leute!